Hi, jetzt hätte ich euch fast vergessen. Warum? Weil ich hier in meinem Garten rumwerkel. Es ist wieder 18 Uhr und es ist wieder Zeit für Amazing Grace, für das Lied der Verbundenheit. Und heute für eine ganz besondere Zielgruppe, und zwar für die Zielgruppe der Lehrer. Und ich möchte heute mal einfach nur zu der Anne sprechen. Die Anne ist eine ganz tolle Lehrerin im Gymnasium Speichingen und habe selten so jemand erlebt, der so engagiert ist. Ich glaube, dass keine andere Personengruppe, Berufsgruppe zukünftig ihr Leben so überdenken müssen, also ihr Berufsleben, so andere Arbeitsweisen sich anschauen und erlernen müssen wie die Lehrer. Und das alles, obwohl sie immer wieder Schimpfe bekommen und in einen Sack hineingehauen werden. Ich finde, das habt ihr nicht verdient. Ich finde, da muss man schon ziemlich differenziert drauf schauen. Ich sehe gerade, die Sneži schaltet sich auch dazu von Kroatien. Hi Sneži, du bist ja auch in einem Lehrberuf als Dozentin an der Universität. Und ich habe gerade gesagt, dass ich glaube, dass es wirklich keine andere Zielgruppe gibt, mehr gibt als ihr Lehrer, die in Zukunft andere Unterrichtsstile, andere Techniken, andere Methoden euch aneignen müsst. Für euch wollen wir heute spielen, euch ein Dank sagen für euer Engagement und für all das, was jetzt auf euch zukommt, viel Kraft schicken und schenken. Ein Amazing Grace heute für euch, das Lied der Verbundenheit für alle Lehrer und Lehrkräfte, für die Sneži in Kroatien und auch für die Anne in Speichingen, für alle Lehrer vom Gymnasium Speichingen, jetzt dass mein Sohn drauf. Ich glaube, die finden, nein, anders, ja, langsam, da kann man auch gut reden. Die machen einen Mega-Job da. Also, sie informieren uns, sie sind bei den Schülern mit dran und ich habe mich zu keiner einzigen Sekunde in der Corona-Krise alleine gefühlt. Also, euch wollen wir heute danken. Ein Amazing Grace nur für euch. Ich hoffe, das klappt heute ohne Umsturz. Mein Kameramann ist weg. Heute ist Amazing Grace für alle Lehrkräfte und Lehrer, die alle, die irgendwo in der Weiterbildung unterwegs sind. Ich glaube, dass keine Berufsgruppe in Zukunft mehr sich nochmal neu selbst erfinden muss, wie Lehrer, Lehrkräfte, aber auch Trainer.
dass wir ganz anders unterwegs sein werden. Und da dazu gehört eine andere Didaktik, da dazu gehört auch andere Technik. Wow. Und das alles, obwohl ihr auch immer der Kritik der Öffentlichkeit ausgesetzt seid. Die gucken schon alle ziemlich ganz genau auf eure Finger, was ihr da so macht. Das war das Amazing Grace, das Lied der Verbundenheit heute nur für euch, ihr lieben Lehrer und Lehrkräfte da draußen. Ganz besonders für die Anne, für die Sneji, aber auch für die liebe Jutta aus Aldingen, und für meine Freundin Sabine, ach, für einfach für alle, die ich kenne und die mir sehr, sehr nahe sind. Morgen geht's ziemlich kunterbunt hier zu. Und zwar habt ihr meinen Post schon gesehen. Das heißt, macht dir die Welt, wie sie dir gefällt. Wir wollen morgen Farbe ins Internet bringen. Malt doch eure Bilder, macht Skulpturen, bunte Skulpturen und animiert auch die Kinder in eurer Nachbarschaft dazu, möglichst viele schöne bunte Sachen zu machen, einmal abfotografieren, ab ins Internet. Eure Fantasie ist keine Grenzen gesetzt. Wir freuen uns, wenn wir morgen in der Zeit von Corona die Welt kunterbunt machen. Passt gut auf euch auf, stay safe, bleibt zu Hause und genau, lasst es euch auch ein bisschen gut gehen da. Morgen 18 Uhr, wir machen uns die Welt kunterbunt, wie sie uns gefällt. Bis dann, ciao, eure Tanja.